Hallo und herzlich willkommen zurück zu die Seenotretter, Schiffssimulator Seenotretter. Wir versuchen gerade immer herauszufinden, was der Typ hier eigentlich sieht. Wo stehen Sie? Ich stehe an der Kurpromenade und schaue nach Nordosten. Etwa in Richtung der Seehundbänke. Und dort sehe ich die Personen. Ich sag dir was. Der hat ein verdammt gutes Fernglas. Er kennt die Personen trotzdem nur sehr klein. Und sieht Personen auf etwas Schwimmendem stehen. Die Leute sind gar nicht auf dem Cliff. Die sind irgendwo weit draußen im tiefen Wasser. Wir sollten sofort aufbrechen. Ja, aber wohin denn? Ich melde mich. Irgendwie kann ich hier niemanden sehen. Ich sollte nochmal den Zeugen anfunken, genau nachfragen, wo diese... Verena an MRCC Bremen. Sind vor Ort am Witcliff. Wir sehen hier niemanden. Wie genau beobachten Sie die Personen denn? Was wollen Sie wissen? Also wo stehen Sie? Ich stehe an der Kurpromenade und schaue nach Nordosten. Etwa in Richtung der Seehundbänke. Und dort sehe ich die Personen. Ich sag dir was. Der hat ein verdammt gutes Fernglas. Er kennt die Personen trotzdem nur sehr klein. Und sieht Personen auf etwas Schwimmendem stehen. Die Leute sind gar nicht auf dem Cliff. Muss hier in diesem Bereich irgendwo sein. Die sind irgendwo weit draußen im tiefen Wasser. Wir sollten sofort aufbrechen. MRCC, wir brauchen einen Hubschrauber. Habt ihr die Personen nicht finden können? Nein, wir gehen davon aus, dass sie viel weiter nördlich sind. Im tiefen Wasser. Vielleicht auf einer gekenterten Yacht. Verstehe. Wir leiten eine Suche ein. Wir beginnen nördlich des Cliffs. Ihr erhaltet weitere Informationen, sobald ihr das Gebiet erreicht. Der Hubschrauber ist unterwegs. Du machst den OSC. Sind unterwegs. So, ich muss die Person nördlich des Witcliffs suchen, bergen. Sobald ich sie gefunden habe, soll ich dafür auf die Bergungsseite des Tochterbootes gehen und zur richtigen Zeit zupacken. Muss ich jetzt erst wieder zurück? Ich denke, ich muss zurück erst, oder? Aber dann haben wir keinen Funkkontakt mehr. Was ist denn, wenn ich nur mit dem Bergungsboot rausfahre? Filmen wir es einfach mal raus. Heieiei, das geht ab hier. Auf jeden Fall, hier ist das Suchgebiet. Da bin ich mal gespannt, ob wir da jetzt was finden und ob wir nicht das Mutterschiff mitnehmen müssen. Aber andererseits kann das Mutterschiff ja noch wieder Kontakt zu irgendwas aufnehmen, was wir vielleicht... MRCC Bremen. Verena erreicht jetzt das Suchgebiet. Ah, verstanden, Verena. Der Hubschrauber ist bereits im Einsatzgebiet. Wir machen eine koordinierte Creeping Line Search. Fahrt parallele Tracks innerhalb des Suchgebiets. Der Hubschrauber überfliegt das Gebiet. Ich weiß, was Creeping Line Search ist. Wir melden uns bei Sichtkontakt. Viel Erfolg. Da vorne ist was. MRCC Bremen, wir sehen drei Personen. Sie befinden sich um eine gekenterte Yacht. Die Yacht schwimmt Kiel oben und macht Wasser. Sie stehen nicht mehr drauf, sondern sind in die See gesprungen. Ich gebe die Koordinaten durch. Gut gemacht. Ihr solltet mit der Bergung beginnen. Bei der Wassertemperatur von rund 18 Grad sind sie sicher unterkühlt. Wir haben alles im Griff hier. Ich frage mich allerdings, wenn die Yacht noch so halb da steht, warum springen die ins Wasser, die Idioten? Naja, so, jetzt müssen wir doch mal den letzten da rausfischen. So, komm her, mein Freund. Dich kriegen wir auch noch. Ich hoffe, dass unser Mutterschiff dann irgendwann mal ankommt hier, weil irgendwie fühle ich mich nicht so wohl hier ganz alleine hier draußen. So. Hier OSC Hermann Marwede mit drei Schiffbrüchigen an Bord. Bitte informiert das Krankenhaus auf Helgoland. Wir bringen Sie mit der Marwede dorthin. Schon dabei. Auf zur Marwede. Warten die. Ah, der Hubschrauber ist das. Ich dachte gerade, was ist das über für ein Krach? Die Marwede, die wartet noch da unten auf uns, dass wir die Patienten aufnehmen können.
Da wollen wir da mal flugs hin. Dieser Zeitraffer ist schon fast dann wieder ein Kaufargument. Also würde ich für der Wahl stehen, hätte das Spiel den nicht. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. So, aber geht es eigentlich ganz gut. Und wir begeben uns ja zurück zum Morvede. Und übergeben die Patienten an die Morvede. Da fliegt übrigens der Hubschrauber wieder weg. Seht ihr den? Da. Und ich will nicht wissen, wie viele Kommentare jetzt schon kamen. Gerade wenn du das nicht kannst, dann halt einfach die Klappe mit deinem Akzent. Das ist nicht zu ertragen. Tut mir leid. So, dann einmal bitte an Bord hier. Jasper, wir haben 3 unterkühlte Personen. Bereite alles zur Stabilisierung vor. Geht klar, Pete. Wer weiß, wie lange sie dort schon trieben. Ich werde unterdessen die Hermann Marvede nach Helgoland steuern. Eigentlich bin ich ja schon in Helgoland. Oder an Helgoland. Oder um Helgoland herum. Und da fliegt der Hubschrauber immer noch. Ich stelle mir gerade vor, was ist, wenn man das Spiel spielt und man findet nicht heraus, dass es einen Zeitraffer hat. Ich glaube, ja, es könnte anstrengend werden. Wie geht es dem Patienten, Jasper? Sie werden gleich alle ins Inselkrankenhaus gebracht. Nur zur Sicherheit. Die Lage selbst ist bei allen recht stabil und sie haben sich nach ihrem Boot erkundigt. Sie haben bereits einen Tonnenleger organisiert, der das Boot birgt. Verstanden. Dann können Sie es vielleicht schon morgen im Hafen abholen. Okay. Ich denke, damit ist unsere Arbeit hier getan. So, wir machen Halt. Arndt, ich denke, es ist Zeit, unserer Motorjacht einen Besuch abzustatten. Der Wasserstand ist niedrig. Da müsste jetzt was zu sehen sein. Hermann Marvede für MRCC. MRCC. Hallo, Pete. Unser Tonnenschubser kriegt jetzt sein Kissen in den Bauch. Seid nett zu dem Armen. Hat sich immerhin schon ein paar Mal ordentlich verschluckt. Kennst mich doch. Ich bin ganz zärtlich. Dein Wort in Gottes Ohr. Viel Erfolg. Die Motorjacht müsste nun im flachen Wasser aufsitzen. Ich sollte mal nachschauen, wenn es zu flach für die Marvede wird, hilft hier Verena weiter. Ja. Ich frage mich, ob wir, wenn wir. Was ist eigentlich. Warum ist der an? Ich frage mich, ob wir, wenn wir angetaucht sind, ob wir dann hier rausfahren können. Und wie wir das. Aha. Wird automatisch gemacht. Sehr gut. Also, das gekenterte Boot aus vor ein paar Folgen ist jetzt wieder ein Thema. Das heißt. Wir simulieren hier wirklich so die tägliche Arbeit. Es reicht ja nicht einfach nur die Menschen zu retten und unser Lob einzukassieren. Sondern wenn wir Schrott gesammelt haben, dann müssen wir die auch wieder abholen. So, schauen wir mal. Ist ja ein gutes Stück, aber mit schnellerer Geschwindigkeit geht das natürlich ein bisschen einfacher. Und ich liebe ja die Nordsee, muss ich echt sagen. Also wenn Urlaub und so, gibt es für mich eigentlich, gäbe es für mich ein Schöneres als die Nordsee. Nur, ich komme zu nichts mehr. Ich habe 3 Jobs, sozusagen. Und ja, da ist keine Zeit für Urlaub. 3 Baustellen, da wollt ihr nicht mit mir tauschen. Geht einfach weiter zur Schule oder eurem normalen Berufler. Und viel entspannteres Leben, glaubt mir. So. Da ist das Schiff. Ich weiß auch nicht, was wir damit jetzt machen sollen, aber das werden wir wahrscheinlich gleich erfahren. Das sieht doch schon ganz anders aus hier. MRCC, wir haben den Schubser erreicht. Steht aufrecht, hoch und scheinbar trocken. Bringen jetzt die Luftkissen an. Verstanden. Und vielleicht finden wir sogar die Papiere der Schiffbrüchigen wieder. Das würde sie bestimmt freuen. Okay, Pete. Ich bringe jetzt die Luftkissen in die Kajüte. Erledigt.
Schauen wir mal, ob das Baby nun fliegt. Luftkissen angebracht. Aber noch kann der Arme nicht schwimmen. MRCC, Hermann Marwede hier. MRCC Bremen hier. Ich höre. Wir werden hier ankern und auf genügend Wasser warten. Klingt nach einer gut laufenden Operation. Bis später. Zeit für ein Nickerchen. Gute Idee. Also, was ist denn da los? MRCC Bremen ruft Hermann Marwede. Heute gönnen die einem aber auch nichts. Sündgen vom Seenotkreuzer Hermann Marwede hier. Was gibt's? Wir haben Meldung von Fischkutter Dicke Susi erhalten. Ach du lieber Der Kutter Gott. Hat eine Leine oder Netz in der Schraube. Er treibt auf das Sellebrunn-Riff zu. Höhe Tonne Sellebrunn. Verstanden. Leute, unser Tonnenschubser muss sich jetzt noch ein wenig gedulden. Wir werden erst mal die Susi schleppen, auch wenn sie dick ist. Die dicke Susi, natürlich. Auf geht's zur dicken Susi, die sich in einem Netz festgefangen hat. War ich jetzt der Einzige, der sich eine Rubensdame in einem Netznegligé vorgestellt hat und es ist gleich wieder vergessen wollte, den Gedanken. Das Bild geht jetzt wieder nicht mehr aus dem Kopf. Ich werde gleich zu Mittag essen. Heute ist Samstag. Es ist 10.53 Uhr. Ich glaube, eine erste Staffel von 5 Folgen ist ganz in Ordnung. Ich bin dann mal gespannt, wie das bei euch ankommt. Weil ich aber davon ausgehe, dass ihr das auch so zu schätzen wisst, so, ne? Wie das Spiel so ist, so. Ja, die so dick ist die Susi gar nicht. Habe ich optimistisch schon mal ein paar mehr Folgen aufgenommen. So, was soll man denn machen? Jetzt heißt es genau planen. Eine Schleppverbindung kann ich bereits herstellen. Dann sollte ich, aber wenn das Susi am Hof steht, sollte ich lieber auf Hochwasser warten und auf Standby gehen. Ja, okay, kein Wort, aber ich stelle einfach mal eine Seilverbindung her und wenn es falsch ist, dann werden wir das wohl irgendwie erfahren, weil also bis jetzt haben wir ja noch nichts falsch gemacht, ne? So, ich schlurfe wieder, also das muss man sich mal vorstellen. Es könnte hier im Menschenleben gehen und ich gehe. Ich renne. Ich gehe. So. Eine Seilverbindung. Ja, nach vorne. Sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, ob die gute Dame sich schleppen lässt. Ob die Susi sich von mir abschleppen lässt. Ja. Komm, kleine Susi, komm. So, geht doch. Stopp, stopp! Das hört sich nicht gut an. Wir liegen scheinbar noch viel zu stark auf Grund. Auf Grund? So können wir nicht schleppen. Die Tide ist bereits zu niedrig. Ja, geschafft. Moment mal, das war eine Mission. Gerettete Havaristen 0. Gesunkene Havaristen 1. Ach du lieber Gott. Wir hätten warten müssen, oder was? Können wir denn jetzt eine Mission nochmal wieder auswählen, oder wie geht das dann? Die dicke Susi. Ja, wir könnten also mit der dicken Susi nochmal starten. Ja. Also, das soweit die erste Staffel von Seenotretter Schiffssimulator. Die Seenotretter, so rum war's. Und ich bin mal gespannt, wie das Spiel bei euch ankommt. Ich persönlich bin ja doch schon sehr angetan, muss ich sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel, was erstmal gar nicht nach viel klingt und jetzt noch in der Beta ist. Das ist die finale Version, die wir hier spielen. Jetzt schon so einen Umfang und allem drum und dran hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Spiel vorbestellen wollt oder bestellen wollt, Link ist in der Beschreibung. Empfehlt die Videos weiter auf allen Simulator-Seiten. Bei den Seenotrettern persönlich, den ich hier nochmal ganz ausdrücklich meinen Dank aussprechen möchte für ihren täglichen Einsatz unter Lebensgefahr, die Menschenleben retten, einen wichtigen Beitrag leisten für unser Schiffverkehr und sage Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zu fantastischen anderen Sendungen im Programm oder wenn es hier mit weitergeht, wenn ihr genug
einschaltet, kommen weitere Folgen wie immer. Und was noch so läuft in meinem Kanal, seht ihr im Sendeplan unter tv.gardehol.de, der Webseite der fantastischen Community, fantastischen Forum, fantastischer Wiki. Macht's gut, tschüss, bis bald. Euer Gardehol.